Hallöchen zu einer weiteren Folge von diesem wunderbaren Achterbahnspiel. Also ich nenne es Achterbahnspiel, warum auch immer. Und zwar wollte ich gerade gucken, ob ich irgendwas vergessen habe anzuschalten. Hier zum Beispiel. Super. Das ist an. Das funktioniert ja auch noch wunderbar. Das Essen. Scooter 1 ist von keinem Mechaniker erreichbar. Sie sollten eine ihrer Mechaniker neu positionieren oder weitere einstellen. Verstehe. Also heißt es, Parkverwaltung? Personal. Huch, jetzt haben wir zwei. Wo ist denn sein Überwachungsbereich? Stehen wir mal hier hin. Und den zweiten stellen wir hier hin. Irgendwie so. Also der schlendert und der andere rennt da rum und arbeitet da. Gut, ja. Haben wir das Problem auch schon mal gelöst. Wunderbar. So. Dann wollte ich noch mal gucken, was wir hier für Möglichkeiten haben an Fahrgeschäften. Sagt mir gerade nicht so zu. Ich muss noch mal gucken, hier was anderes. Aufblasbares Schiff. Die Fahrgäste rutschen ein großes aufblasbares Schiff hinunter und landen im Wasserbecken. Noch so eine Wasserattraktion? Kann ja nicht schaden, nicht? Ah ja, wir brauchen erstmal. Wo war denn das? Wo hatten wir denn? Ach, das kann man noch verbinden mit Badeanlagen. Ja, dann machen wir das später erst. Also, das wäre ja doof, wenn wir dann das dann nicht später verbinden können. Ein Aufzug? Boah, geil, ein Geisterhaus, wo ich niemals reingehen würde. Warte mal. Das drehen wir so hin, dass wir das auch sehen. Das darf dann gerne hier hin. Den Eingang setzen wir hier hin. Den Ausgang dorthin. So. Das direkt verbinden. Und das natürlich auch. Also ich sorge schon viel später vor, wenn das dann übermäßig Ansturm existiert. Wir haben 411 Besucher, das ist doch schon mal echt geil. So, dann bauen wir mal weiter. Parkverschönerung kommt auch noch, aber ein bisschen später. Delfinshow werde ich nicht bauen, ein großes Riesenrad. Boah. Alter Schwede, das ist wirklich groß. Das ist wirklich groß. Das setzen wir hier hin. So, einfach mal hier hin. So, fertig. So, so. Hammer. Warte, da alles. Ups. Ich kann keine geraden Straßen bauen. Echt übel. So. Und. Huch. Hier so, so. So, 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 so.
So. Reicht ja, denke ich mal. Okay, was brauchen sie noch? Oder was könnte man noch bauen? Gibt es eigentlich irgendwelche interessanten Souvenirshops noch? Gibt es doch bestimmt jede Menge. Ein Scherzshirt. Geil, ja, klar. Immer her damit. Setzen wir dorthin. Ist dann nirgendwo im Weg oder so. Gucken wir nochmal weiter. Was gibt's denn noch? Sonnenbrillen. Ja, das ist immer gut. Schutz vor der Sonne. Setzen wir einfach mal hier hin. Jo, 431 Besucher. Das wird doch immer besser. Einfach nur mal was zu trinken hier hinstellen, damit die nicht verdursten bei dem warmen Wetter jetzt. Ist ganz wichtig, viel zu trinken. Und ich habe jetzt hier so ein paar kleines Park-Ausruh-Ding gebaut. Ich überlege gerade, ob ich noch eins baue, nur noch größer. Aber das ist wieder Blödsinn. Ich baue noch mal irgendein Fahrgeschäft. Ich will noch mehr Fahrgeschäft. Insektenhaus. Karaoke-Show? Ja, geil! Das muss hier hin. Das muss hier hin. Aber gedreht. Wir wollen es ja natürlich sehen. So. Einmal mal geil hier hin. Zack. Und hier so raus, denke ich mal. Sollte so funktionieren. Hoffentlich. Ich finde die Straße immer noch am besten. Nein, so sollte es nicht sein, sondern so. Und das Ding wird geöffnet. Jeha! Damit die Leute auch hier jetzt herkommen. So wie es aussieht, ist immer noch hier so wahnsinnig viel Andrang, als wäre da immer alles noch ganz wunderschön. Aber langsam kommen sie auch hier lang, das ist doch toll. Okay, was können wir denn noch bauen? Wir haben ja keine Geldsorgen. Geisterhaus haben wir, das haben wir. Killerwahlschule wird es auch nicht bei mir geben. Laserschach. Schlacht. Team Rot gegen Team Blau in einer spannenden Laserpistolenschlacht. Oh yeah. Aber bitte doch. In welche Richtung drehen? Ist das gedreht? Ist das jetzt richtig rum? Ja, scheint so. Okay, wir werden es einfach mal bauen wir einfach hier hin. Einfach weil wir es können. Ich will auch nicht so geplant bauen, weil sonst sieht das echt recht langweilig aus und naja, alles so zusammengequetscht ist doof. So. Und anders denken. Ja, fast 500 Besucher. Bewohner wollte ich schon fast sagen. Geil. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ich bin echt gespannt, was es noch so gibt. Was ist ein Nachthaus? Achso, nee. Ein Planetarium. Oh, das darf auch nicht fehlen. Eher hier so wieder so hier irgendwo so. Eingang und Seite ist der Ausgang. Einen sicheren Park habe ich. Ich habe da noch kein Sicherheitspersonal, glaube ich, eingestellt. Ist mir zumindest keiner bekannt. Ups. Jetzt hier so.
Können sie immer wieder neu reinlaufen, das ist cool. Boah, wie das alles so schön blinkt, ist echt cool. Und leuchtet. Oh, herrlich. Benötigt gerade eine Notabschaltung. Fertig. Wurde abgeschaltet hier. So, es ist dunkel, aber immer noch alle unterwegs. Und es ist immer noch 26 Grad. Das ist auch sehr interessant. Also es wird hier anscheinend nicht so schnell kalt. Herrlich. So, und wir wollten ja mal nach Personal gucken. Reinigungskraft. Darf gerne hier vorne erstmal herumlaufen. Und noch eine Reinigungskraft natürlich, die hier hinten herumläuft. So, was haben wir denn? Die Sicherheitskraft. Die werden wir am Eingang positionieren natürlich. So, was haben wir? Tierpfleger brauchen wir nicht. Entertainer. Stellen wir mal hier hin. Jo. Super. Paar Leute eingestellt. Also biete ich auch noch Jobs. Wollen wir mal weiter gucken. Was gibt es denn noch? Also ich würde jetzt schon gerne meine Achterbahn bauen, muss ich zugeben. Und zwar hier gucken wir mal, was es so gibt. Also. Ja, nee. Big Bahn, Bobbahn. Oh ja, eine Bobbahn. Oh ja, auf eine Bobbahn hätte ich voll Bock. So. Die bauen wir am. Wir bauen die hier in der Ecke. Hier irgendwo, hier so. So. Dann muss sie. So. Und dann geht sie hoch. Zieht die nach oben, dann wieder ein bisschen gerade. So. Da muss das aber hier, ach, zum Teufel damit. Jetzt geht das schon wieder nicht. Man muss ja darauf achten, dass dieses Symbol aktiviert ist. Sonst geht's ja nicht nach oben. Da geht's schon wieder aus. Nein, das sieht doof aus. So. Warum kann das nicht eine Schräge nach unten sein? Nein. Soll jetzt nicht nach unten in den Keller gehen. Also,
So. Sieht voll lustig aus, so. Gut, versuchen wir es mal. So. Testen wir mal einfach. Ob das überhaupt funktioniert, weil sonst brauchen wir es ja nicht eröffnen, nicht? Okay, da kommt er auf jeden Fall jetzt gut lang. Bis hierhin kommen sie super hin. Werden sie gut gezogen, ja. In den Kurven verlieren sie ein bisschen Schwung, aber alles gut. Ja, gleich beim ersten Versuch. Geil. Das ist doch mal was. Also können wir das Ding eröffnen und Straße hinbauen. Wahnsinn. Ich bin so happy. Aber wir verändern die Farbe gleich nochmal. Das geht ja so gar nicht. So. Hauen wir das da so hin? So. So irgendwie. So. Und den... Zack. Wunderbar. Da haben wir schon unser erstes hier schon größeres gebaut. Was gibt's denn noch? Sowas darf auch natürlich auch nicht fehlen. Das wird jetzt ein größeres Projekt. Jetzt setzen wir hier hinten hin. Ui, Karamba. So, und das geht jetzt nach oben. Jetzt gar nicht, ob das weiter gezogen wird oder eher weniger. Es ist jetzt aber hier wird noch hier noch gefragt, was ist das nämlich? Ne, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Testen wir das mal. Sobald ich nämlich Drehungen anscheinend reinmache, hört das auf. Ja. Okay, gut, dann... Das Ganze nochmal zurück. Und das... Ja, eigentlich das ganze Ding hier. Kommt schon. Ach, Menno. Gut, dann werde ich jetzt erstmal eine Pause machen und gleich die nächste Folge auch aufnehmen, weil ich kann es kaum erwarten, das Ding hier fertig zu bauen. Das muss einfach sein. So. Und das nach oben. Immer schön weit hoch. Damit die ordentlich Schwung kriegen. Yeehaw. So, erstmal bauen. Dürfen die nach unten wieder. Und immer schön. Oh.
Okay. Okay. Gut, also ich werde jetzt hier erstmal, eigentlich wollte ich aufhören aufzunehmen. Ich denke, das reicht. Dann nochmal einen gerade. Und dann direkt runter. Noch ein, dann Kurve. Nein. Dann jetzt schon Kurve. Aber in welche Richtung? Oder? Nein, warte. Das war okay. Dann ein gerade. Nein, das ist wieder zu viel. Oh, das ist ja furchtbar. Und den Rest jetzt verbinden mit dem. Ich denke, das reicht dann für ein kurzes Nervenkitzelspiel. Sollte ja hinhauen. Na, bist du heute noch fertig? Dann nicht. Dann baue ich selbst. Oh, nicht echt jetzt, oder? Na gut, dann werden wir hier schon gerade bauen. Jetzt hin. Ha. Irgendwie habe ich kleine Probleme, immer das Ende zu bauen. Das ist ganz interessant. Wir testen mal, ob es überhaupt funktioniert. Sollte ja eigentlich. Hoffe ich. Genug Schwung hat es ja überall immer. Es sei denn, es wird irgendwo abgebremst. Das wäre echt schade. Geil, das wird da schon abgebremst. Oh, das ist ja übel. Das ist ja übel. Da muss das da also schon hier anfangen. Ja. Okay, jetzt theoretisch funktioniert es, das ist schön. Kriegen wir da eine Verbindung hin? Gucken wir mal. Sieht mau aus. Dann werden wir das nochmal einkürzen und hier. Auch einkürzen, dann ein gerade setzen und dann hoffen wir mal, dass das jetzt irgendwie funktioniert.
Gut, dann gucken wir jetzt nochmal. Haben wir da eben halt nochmal so eine Schleife drin? Also nochmal so ein Kringel. Aber ich glaube, der verliert da zu viel Schwung. Könnte knapp werden. Tut mir leid wegen der Überlänge der Folge, aber ich möchte dann jetzt doch schon gern wissen, ob das jetzt funktioniert. Okay, gut. Komm schon, komm schon. Huisch. Ja, also ich würde sagen, wunderbar. Besser kann es gar nicht laufen. Dann müssen wir das jetzt noch verbinden. Ah, oder auch doch so. Dann aber anders. Also zu verrückt mache ich das jetzt hier nicht. So. Und natürlich zum Anstellen. Und somit können wir öffnen. Oder? Drei Wagenling. Rot ist okay, aber das ist nicht okay. Ich möchte... Nee, das ist ein bisschen übertrieben. Oh ja, das sieht man auf jeden Fall gut. Ja, so kann es bleiben. Wunderbar. Das ist echt gut. Gefällt mir. Puff. Und wieder getroffen. Oh, da steigen gleich zwei auf. Bin ich noch zu weit weg? Nee, hat getroffen. Okay. Reparaturfuzzi, du solltest das mal reparieren. Gut. Da haut alles hin. Hier laufen jetzt auch schon einige lang. Ich weiß, die Wege sind ein bisschen krass lang, aber es lohnt sich. Wirklich. Die Bahn machen wir mal andersfarbig. Das ist ein bisschen hier so. Ja, grün ist doch geil. Okay, ich werde jetzt hier einen Cut machen. Schaut in der nächsten Folge vorbei. Ich hoffe, die wird nicht ganz so lang. Ich versuche die eigentlich innerhalb von 15 bis 20 Minuten alles zu halten. Jo, bis dann. Zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.